Moin, moin, meine Halloween-Freunde. Wir befinden uns immer noch bei The Evil Within 2 und machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich, jetzt sind wir, glaube ich, in den kleinen Ort Union. Hoffe ich zumindest. Weiß nicht. Oh, kommen wir hin zur Tür. Armer Mistkerl. Hier so verwesen zu müssen. Naja, ich bin froh, dass du das nicht bist. Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Mhm, das wissen wir ja schon, wie kleine, ruhig so Städte sind. Zu ruhig. Hier sehen wir ein schönes Häuschen, was schon jetzt von hier aus total gruselig aussieht. Essen. Haut und Knochen. Essen. Hallo? Du musst essen. Hey! Du musst essen? Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Ach komm, sei doch kein Weltverbesserer. Lass die Tante doch, die sah doch verrückt aus. Genau, du gehst anklopfen. Hallo? Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Ich glaube, der will nicht essen. Haut und Knochen. Du bist nur noch Haut und Knochen. Oh. Okay, ich glaube, der hat genug gegessen. Ich sagte es. Oh. Oh! Oh, die Nase ist wirklich mal zermatscht. Alter, was für eine Psychotante. Okay. Shit, das ist scheiße. Fuck. Sieht aus wie ein T-1000. Alter. Haut und Knochen, ja. Ugh. Okay, jetzt bin ich dran. Uiuiui. Gut. Was ist das hier? Ach, das ist das grüne Schleim, ne? Das man da einsammeln kann. Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja, habe ich. Dass es hier wirklich wie ein Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Verdammt, was zur Hölle ist passiert? Das würde ich gerne euch wissen. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Den kann man noch ausmachen. Ach, der Typ wird wahrscheinlich nicht mehr lebend sein, ne? Ja, deswegen Kinder immer fein aufessen, sonst wird die Mama böse. Muss ich kein Licht anmachen, ne? Und mehr. Hab ich irgendwas gerade gesehen? Klettern. Achso, wollte ich jetzt über die kleine Flasche da klettern? Das ist ja Quatsch. Na gut. Dann gehen wir hier raus. Das ist ein leckeres Kühlschrank für uns. Mach mal auf. Ach, guck mal hier. Hab ich gar nicht gesehen. Ich wollte den Kühlschrank aufmachen. Na gut, geht nicht. Mal sehen. Hallo? Jemand zu Hause? Also, sie ist auf jeden Fall tot. Gehen wir nach oben? Ich mag gar nicht nach oben gehen. Ich habe auch nur noch 4 Schuss, fällt mir gerade ein. Und ein Messer. Wie haue ich denn mit dem Messer zu? Okay, das ist eine schnelle Wendung.
das denn hier, wenn ich darauf drücke? Ah, okay. Und wie haue ich mir dem Messer zu? Ich habe ein Messer da oben. Warte mal, ein Messer muss man auch irgendwie zuhauen können, oder nicht? Ah, okay, direkt, wenn ich nur, statt die Waffe zu ziehen, nur so mache. Okay, das ist ja gut zu wissen. Oh. Hier hat wohl... Das sieht nicht so schön aus. Also wenn nicht gerade jemand hier seine Periode hatte, dann war hier ein Mord. Da. Was ist das? Schießpulver. Eine explosive Mischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und Holzkohle, die in Munition verwendet wird. 12 Jahrhunderte alt, aber heutzutage immer noch genauso effektiv wie damals. Mit dieser Komponente können Munition und andere Gegenstände hergestellt werden. Okay. Okay. Noch können wir nichts herstellen, glaube ich. Müssen wir wahrscheinlich ein irgendeinem Gerät machen. Mehr ist hier oben nicht. Wo müssen wir runter? Gehen wir raus. Ei. Ich glaube, wenn ich laufe und drücke, dann bricht er die Tür auf. Wenn ich davor stehe, dann macht er sie ganz normal auf. Glaube ich. Da denn? Du kannst Kisten zerstören und geringeln. Ah, okay. Ach, guck mal, Munition. Ja, hier sind mehr Kisten. Machen wir bei allen Kisten jetzt. Schießpulver. Waffenteile. Damit kannst du deine Waffen verbessern. An Werkbänken. Natürlich an Werkbänken. Wo denn sonst? Wäre so schräg gewesen, wenn es woanders gewesen wäre. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich laufe in die Richtung. Da ist noch ein Auto. Vielleicht ist da was drin. Richtig viel Leben haben wir auch nicht. Wie lade ich denn nach? So, okay. Klettern wollen wir nicht. Da drin ist nicht. Ich kann so Autodach klettern, das ist ja Quatsch. Okay. Da ist Union. We are glad you're here. Welcome to Union. Sprinten verbraucht Ausdauer, okay. Was denn jetzt? Oh, da wird schon geballert. Was ist denn da? Ach, da kämpfen welche? Ah, okay. Oh! Dann gehen wir mal laufen. O'Neill, Bewegung! Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Da muss ich jetzt wahrscheinlich hin, ne? Oder was? Diese Dinger sind überall. Okay, so viel Munition habe ich nicht, dass ich da jetzt... Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. List und Schleichangriffe. Schleichmodus aktivieren. Gegner werden vor allem durch Geräusche angezogen. Wenn du dich geduckt bewegst, kannst du das Geräusch deiner Schritte unterdrücken. Mit einem Schleichangriff kannst du andere Gegner von hinten angreifen. Das machen wir. Okay, wir müssen aufpassen, dass die uns nicht sieht. Kommunikationsmenü? Was ist das denn? Ah, okay. Flaschen. Das Werfen von Flaschen kann genügend Leerm erzeugen, um Gegner abzulenken. Flaschen können mit LB im Arsenal ausgerüstet werden. Mit der Fertigkeit Flaschenbrecher kannst du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen. Wenn du ein neues Spiel auf Einsteiger beginnst, erhältst du diese Fertigkeit automatisch. Okay. Ja, ich könnte die Flasche auswählen, das will ich aber gar nicht. Ich lasse mal lieber die Waffe. Wenn ein Körper... Ach, guck mal. Und das hier ist wahrscheinlich eine Pflanze, die ich einsammeln kann. Genauso wie bei Resident Evil. Heilende Eigenschaften, okay. Schleichangriff auf ahnungslose Gegner. Da ist doch einer. Hinten ist auch einer an der Tür. Vielleicht können wir den ja von hinten irgendwie killen. Aber ich sehe natürlich kein anderer. Der hat gerade den College-Jungen da gekillt. Schleichangriff. Okay.
Können wir ihn ja auch noch killen mit dem Schleichangriff? Da liegt aber noch was. Jetzt sammle ich das erstmal ein. Ah, das ist nur eine Flasche, okay. Ach, der ist total wild. Der will unbedingt rein. Und mit dem O'Neill reden. Das wollen wir aber auch. Schleichangriff! Entweder sind sie zu blöd, eine Tür aufzumachen. Oder ich kann sie. Scheiße. Oh, jetzt machst du ein bisschen Lärm. Ist das so gut, so viel Lärm zu machen? Oh fuck. Ja, das war total dumm. Okay. Okay, rein kommen die nicht. Das müsste eigentlich halten. Klar. Warum glauben die Leute immer, sowas hält, wenn man einfach einen Schrank vor eine Tür schmeißt? Im ersten Moment vielleicht schon, aber wenn man genug Druck hat, dann... Oh, das ist noch ein... Ja, mit. Also dunkel hier alles, ne? Gehen wir hier links. Das ist die Frage, wo dieser O'Neill ist. Und ob der nicht auch ein bisschen Angst vor uns hat. Weiß es nicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ja. Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Hat die Waffe wahrscheinlich nicht entsichert, der Depp. Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie es, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren.
So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. So, die Mission. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Genau. Baker. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Ist klar, ich bin ein super Typ. Vorräte. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Na gut. Was Stärkeres. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Okay. Gut. Kaffeemaschinen. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du eine vollständige Gesundheit wieder. Brauen nach Gebrauch eine weitere Kanne, aber dieser Punkt dauert einige Zeit. Okay. Trinke ich doch eine Tasse Kaffee, habe ich wieder volle Energie. Ist doch super. Das ist doch cool. Das ist natürlich cool. Finden wir noch irgendwo mal Kaffee. Munition nehmen wir mit. Gut. Hier ist eine Werkbank. An Werkbänken kannst du Munition und Gegenstände aus verschiedenen Komponenten herstellen und Waffen mit Waffenteilen verbessern. Testen wir mal, ob wir sowas können schon. Waffenverbesserung. Baumänner. Waffenteile 10. Wie viele Waffenteile habe ich denn? Kann ich das irgendwo sehen? Feuerkraft erhöhen. Okay, mir fehlen 80 Waffenteile, okay. Ich habe also nur 10 Waffenteile, das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Aber warte mal kurz. Was denn mit der Herstellung? Kann ich da was machen? Munition herstellen vielleicht? Oh, ich kann bestimmt Munition nicht, aber... Okay. Ein bisschen mehr Schuss auf jeden Fall, ne? Ja, sehr gut. Gut. Ja, dann... Oh, hier sind noch Sachen, die wir sammeln können. Was ist das? Ach, guck mal, hier finden wir schon Waffenteile. Okay, warte mal, hier ist auch was. Okay, die müssen wir also sammeln, durchgehen, damit wir schön viele Waffenteile haben, damit wir unsere Waffe verbessern können. Denn die muss auf jeden Fall stärker werden, die ist ja echt schwach. Hier können wir nochmal speichern, das machen wir auch nochmal. Gut, dann gehen wir mal raus wieder.
Hä, wer ist das denn? Ach, wieder so ein Spiegel. Okay. Was zum... Wer war das? Da kommt wieder woanders hin durch diesen Spiegel, ne? Halt mal fest da, wie es da steht. Mal sehen, wo wir landen. Ach, wir sind wieder jetzt im... Jetzt bin ich wieder in meinem eigenen Bereich. Okay. Das ist ja praktisch. Was macht die da? Die mal hinterher. Hä? Hinsetzen? Okay. Das sieht nicht gut aus. Hätte man sich vielleicht doch nicht hier setzen sollen. Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder? Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. So wie früher. So wie früher? Ach, wir können Sachen verbessern, steht da. Gesundheit, Athletik, Heilung, List oder Kampf? Ich gehe mal auf Kampf. Okay, ich kann aber noch gar nichts verbessern, das kostet 1000. Bei der Gesundheit? Kostet 1500, um mehr Leben zu bekommen. Okay. Bei der Athletik? Kostet 1500, ich kann ja gar nichts machen. 1500. Also eigentlich kann ich gar nichts machen gerade. Warum bin ich denn hierher gekommen? Okay, also wir können da nichts machen, aber man kann hier Sachen sich heilen oder fertig machen oder Fertigkeiten nutzen. Das macht ja nicht so viel Sinn für mich. Aber jetzt wissen wir jedenfalls, wo wir hingehen können, wenn wir uns verbessern wollen. Okay. Hier ist auch noch eine Werkbank, wo wir auch wieder was machen können. Ah, okay. Gehen wir jetzt zurück, da wo wir hergekommen sind, ne? Und jetzt Unterschlupf, okay. Ah, das ist ja lustig. Also gut zu wissen. Komm ich hier raus? Ja, okay. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder in der Stadt, okay. Geh nach draußen, benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Okay. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Vielleicht würde ich eher dieses Waffensignal finden erstmal. Okay. Sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Okay, dann werden wir auf jeden Fall in die Richtung gehen, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Okay. Was zur Hölle? Wenn Union weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Okay. Okay, wenn ich hier drauf war, kann ich das Signal auch darauf sehen? Da ist das Signal, da müssen wir hin. Wegpunkt setzen, okay. Gut. Halt, hier ist was.
Ah, was ist das? Eine Flasche wieder, okay. Da hinten gibt es auf jeden Fall eine Pflanze, die holen wir uns mal. Ins Haus gehe ich noch nicht rein, denn wir haben ja keine Waffen in dem Sinne. Also nicht viele Waffen zumindest. Deswegen glaube ich, macht es Sinn, erstmal jetzt hier. Ich höre überall Geräusche, das ist ein bisschen gruselig. Den können wir von hinten killen, dann können wir ein bisschen was Grünes einsammeln, das ist vielleicht nicht schlecht. Okay. Hier ist nichts drin. Gut. Ja. Ach, das Licht mal lieber aus. Ah, da liegt gerade jemand. Nicht, dass sie uns sehen können mit dem Licht. Da sind es auch nur Geräuschleute. Man weiß es nicht. Aber hier drin können sie auf jeden Fall nicht sehen. Hier versteckt. Sehe ich allerdings auch überhaupt nichts. Da ist eine Pflanze, die nehmen wir nochmal mit. Nur Schießpulver fallen gelassen? Nichts anderes? Braucht doch Schleim. Wo krieg ich den Schleim wieder her? Okay. Jetzt mal hier weiter. Hier ist gar nichts mehr, okay. Aber in die Richtung ist ja schon mal richtig. Ich gehe mal hier hinten hin, hier kann man rüberklettern, glaube ich. Dann sehe ich mehr. Oben auf dem Dach ist einer. Gerade gesehen, warte mal. Können wir den auf dem Dach vielleicht killen? Mal gucken. Wir kommen zumindest dichter ran, wo wir hin sollen. Oh. Entdeckungssymbol. Okay, müssen wir schon aufpassen. Der mich entdeckt da oben. Oh fuck, Alter. Ich mag nicht schießen, ich glaube, dann kommen alle. Ah, verdammt, Axel. Okay. Das war blöd von mir. Hätte ich mal, wäre ich mal vorsichtig gewesen. Das war echt dumm gerade von mir. Mann, dass dieses Laufen, das hat mir das Genick gebrochen. Ich hätte nicht laufen sollen, so leider. Muss ich den ganzen Weg normal machen? Na gut. Gucken, was es hier so gibt noch. Wenn wir schon mal hier sind, können wir hier gleich einen Kram einsammeln. Eine Handaxt! Warum nicht? Okay, warte mal, wir müssen die Handaxt mal auswählen. Könnte ich auch nicht. Doch, ach, die habe ich jetzt automatisch statt. Okay, perfekt. Nein, nicht laufen, nicht laufen.
gesehen hat er mich nicht. Das war auch echt dumm von mir. Mist, ich hätte ihn ganz gern gekillt. Ist aber zu weit weg wieder. Hier sind aber nochmal Teile. Oh, jetzt rennt er weg, okay. Okay, muss aber wirklich sehr vorsichtig sein hier, dass hier gar nichts passiert. Wir müssen natürlich den Kommunikator nochmal rausholen. Und das Signal suchen. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, welche Richtung wir müssen. Hä? Oder auch nicht? Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Okay. Hat er nicht erfasst, oder? Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Wir sind erledigt. Okay. Ich bleib schon mal mit hier. Ach, das ist der, den ich gerade eben von anderer Seite gekillt habe, ne? Ich geh gleich mal hinten rum. Mal die Pflanze mitnehmen hier wieder. Dann killen wir den Typen jetzt nochmal. Das Schleichen ist auch echt. Schleicht das sehr langsam. Vielleicht kriegt man nachher noch irgendwas, dass man schneller schleichen kann oder so. Das hier ist mir echt zu langsam. Zumindest haben wir eine Axt gefunden, was ja auch sehr cool ist. Rannte gerade jemand? Gehen wir hier durch. Das war gerade eben ganz gut, diesen Weg zu gehen. Ach, guck mal, haben wir wieder ein bisschen Schleim bekommen. Okay. So, und den da oben, den kriegen wir, wenn wir nicht laufen. Dann müssen wir leider rüberschleichen. Das ist natürlich ein ewiger Weg. Aber dann haben wir den da oben gekillt. Und einer ist weniger und wir haben wieder ein bisschen mehr Schleim. Die hören ja echt gut, die Viecher. Man darf wirklich nicht laut sein. Was wir machen können, wir können natürlich den Wegpunkt nochmal setzen hier. Da. Jetzt gehen wir erstmal hoch und killen den Typen. Hoffentlich klappt das, ohne dass wir laut sind jetzt. Ich glaube schon. Frage, ob man hier auf dem Dach bleiben sollte. Oder ich kann einfach runterspringen, kann ich nicht. Das tut dir wahrscheinlich weh. Da breche ich mir wahrscheinlich das Genick. Aber gibt es hier noch einen anderen Weg runter oder gab es nur die eine Leiter? Ist ja auch die Frage, ne? Okay.
Okay. Da müssen wir hin. Hier können wir noch ein bisschen untersuchen. Da leuchtet doch irgendwas. Mist! Fuck. Reicht das oder muss ich einen Kopfschuss verpassen? Okay. Ist es nicht Kopfschuss oder? Was ist wieder da drin? Nix. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen Leben mir mal nehmen. Sonst werde ich mich relativ schnell sterben. Okay. Kommt die da unten auch rausgekrabbelt? Wie ätzend ist die denn? Da kommen wir in den Zug rein. So eine Axt haben wir schon, okay. Ich nehme diese Pflanzen einfach mal mit. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass wir die später nochmal gebrauchen können. Okay. So, jetzt gehen wir jetzt mal dahin und gucken, ob wir da Waffen finden. Das wäre ja das nächste Highlight. Eine Schrotflinte oder sowas. Das wäre schon fein. Ich nehme jetzt alle Pflanzen mit. Ich meine, man kann ja nie genug Pflanzen haben, oder? Kann ich die auch direkt jetzt schon kombinieren hier? Improvisieren? Okay, Munition, ja. Ah, da, guck mal da. Das könnte ich machen. Jetzt fehlt mir Kraut, okay. Da haben wir noch Kraut hier. Man kann echt nur schleichen. Ich hoffe, es gibt irgendwas, womit man dieses Schleichen umgehen kann. Also, was umgehen will ich es ja gar nicht, aber so, dass es schneller ist, ne? Vielleicht gibt es ja eine Improvement dafür. Muss noch mal gucken. Ich glaube, ich gehe jetzt doch mal da rein. Wo wir die Waffen vielleicht erst holen sollten. Wir gehen erstmal, wir gehen jetzt hier in den scheiß Zug rein, was soll's. Der sieht so einladend aus. Das sind Kisten, die können wir jetzt kaputt machen. Da finden wir auch immer gute Sachen. Das machen wir jetzt schon mal schnell. Ah, guck mal. Teile. Okay, mehr ist hier nicht. Doch, nee. Gut, wir gehen trotzdem mal in den Zug rein. Ich weiß, ich schleiche nur. Das ist auch echt blöd mit dem Schleichen. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Die entdecken einen ja sofort. Und da geht halt nur Schleichen. Okay, die ist tot. Da können wir nicht rein. Ich könnte eine Flasche werfen in die andere Richtung, dann wird er mir vorbeirennen und ich könnte ihn killen vielleicht. Oder auch nicht.
Das ist eine gute Idee. Ja, da kommt eine Ratte, oder was ist das? Irgendwas angelaufen. Ein Hamster? Nee, Quatsch, ein Hamster, ein Eichhörnchen oder sowas. Warte mal kurz hier. Dann gehe ich gleich hinter ihm her, wenn er nochmal hier vorne hinkommt und sich dann dreht. Wenn es klappt. Wenn nicht, muss ich gleich schießen, aber. Ja, ich glaube, man kann den gleich. Ah, Fan. Gleich zwei! Was soll das denn? Drei. Oh. Oh, shit. Schnell mal kurz ein bisschen Leben reinballern. Kann ich Munition bauen? Einen Schuss kann ich machen. Das bringt natürlich überhaupt nicht weiter. Shit. Ich sehe nämlich hier aber nicht. Alter, wie viele waren das noch einmal? Wer war das denn? Okay. Das ist natürlich blöd. Wir hauen uns mal eine Spritze rein. Okay, das war ein bisschen ein Risiko. Naja, was soll's. Nein. Oh, dieses Laufen ist so blöd und drückt einmal zu doll auf den drauf und schon läuft er los. Noch kurz was gucken. Ah, ich kann ja nicht alle drei auf einmal killen, ne? Das kriegen wir nicht hin. Lassen wir die drei erstmal drin. Zu denen kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Aber jetzt macht es nicht so viel Sinn. Was steht da denn rum? Kleine Götzenfigur? Was mit der machen? Steht da nicht ohne Grund da, oder? Kaputt machen? Aha. Leichenschrankschlüssel. Mit diesem alten Schlüssel kannst du Leichenschränke in Schwester Tatjanas Leichenhalle öffnen. Okay. Gut zu wissen. Flasche nochmal mit. Nirgendwo rein die Züge gerade. Das machen wir noch, aber jetzt im Moment macht es keinen Sinn. Denn wir werden dann nur sterben, glaube ich. So. Gehen wir erst noch zu dem Punkt, wo wir das Signal empfangen können, damit wir bessere Waffen bekommen. Ich hoffe, das ist hier vorne gleich. Das sieht ziemlich dicht aus. Noch sehe ich auch keine Gegner. Ich sehe da gar nichts. So, warte mal. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Gegner. Oh, okay. Kommunikator ausrüsten. Das sind zu viele. Einstellen. Keine Nachricht von Mobius. Wir sind abgeschnitten. Ich rufe einen Alpha-1-Notfall aus. Okay. Du kennst das Protokoll. Alpha-1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die.
man selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen, gilt hier nicht. Hast du ein Problem damit? Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Das ist natürlich schlecht. Immer, offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? Okay. Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Das stimmt. Also gucken wir mal rauf. Nehmen wir den, die Abtrünnigen, oder suchen wir einen Resonanzpunkt. Okay, dann suchen wir erstmal. Setzen den Wegpunkt erstmal dahin. Kann ich hier ein paar Kisten kaputt machen, ohne dass sie angedackelt kommen? Wir versuchen es mal. Komisch, dass die hören Rauchpulver. Witzigerweise, da können wir rein. Mich hören die nicht, wenn ich laufen, hören die mich, aber wenn ich hier so Kisten zertrümmer, ist das denen komplett egal. Das ist schon komisch, oder? Hier ist nichts mehr. Können die auch zertrümmern hier, oder kommt da jemand? Oh. Muss ich das machen? Ne. Kommt auch keiner, aber interessiert auch keinen hier irgendwie. Also wir gehen jetzt diesen Punkt nochmal nach da. Würde ich sagen. Um zu schauen, wo die Abtrünnigen sind. Weil wir brauchen auf jeden Fall Waffen. Und ich brauche Munition, ich habe gar nichts mehr gerade. Deswegen, das machen wir jetzt auf jeden Fall als erstes. Meine Waffenteile können wir auch erhöhen. Dann müssen wir jetzt nochmal da hinten längs wahrscheinlich, ne? Könnte doch theoretisch, hier ist doch kein Gegner mehr. Wir können doch auch normal laufen, oder? Ich glaube schon. Okay. Ganz in Ruhe hier rüber. Leuchtet was im Haus da hinten. Lass mich mal ran. Kann aber auch nicht so viel. Das Problem ist einfach, finde ich, dass hinter jedem Busch so ein Viech lauern könnte. Man kann hier gar nicht laufen. Also man kann wirklich hier nur längs krabbeln. Da flackert und lackert das da drin. Ach, ich bin jetzt bei dem Haus hier. Okay, dann lass uns doch. Dann lass uns das als erstes nehmen. Geh erstmal hier rein und dann gehen wir nachher zum großen Haus. Schauen, was hier drin passiert. War natürlich praktisch, dass wir direkt hier hingekommen sind. Okay. Oh, da liegt jemand. Oh, da hat irgendwas Blinkendes da. Geil, Munition. Nachdem ich so wild durch die Gegend geballert habe und nichts getroffen habe. Das ist doch gut. Wollen wir ins Haus reingehen? Ich glaube, wir gehen mal ins Haus rein. Wir öffnen ganz normal. Rauchpulver, okay. Da liegt noch jemand totes? Seine Schublade? Da ist nichts drin. Ich geh jetzt weiter. Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ganz, ganz aufgeregt. Schon wieder so ein Scheiß. Ach, guck mal, okay. Computer da runterkommt, oder? Du weißt, wie man mit dem Computer da runterkommt, oder?
fertig bist. Im Sucherzentrum? Warum? Ich habe den Überlebenden gesagt, sie sollen sich da verstecken. Ich muss sie erledigen, solange sie noch ängstliche Bürger sind. Ist einfacher, sie zu töten, bevor sie sich in diese Dinger verwandeln. Guter Plan. Oh, super nette Leute. Gibt's Teile? Okay. Wow, jetzt haben wir schon wieder ganz schön lange gespielt. Ich glaube, wir machen hier eine kleine Pause und spielen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.